Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Sarah Braun. Hallo Sarah, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Sarah Braun, wie du schon gesagt hast. Bin 39 Jahre alt und ich wohne im schönen Süden von Deutschland, also in der Nähe des Schwarzwalds. Ich bin verheiratet, Mama von zwei Kindern und wir wohnen in einem ganz kleinen Dorf. Was soll ich über mich sagen? Also für mich, wenn man so mein Umfeld fragt, dann bin ich wohl die Königin der Neuanfänge. Also ich starte immer gern was Neues, probiere mich aus. Also ich bin so der Typ, wenn du jetzt zu mir sagst, Sarah, lass uns mal eine Straußenfarm in Südafrika aufmachen, dann bin ich die, die schon am Computer sitzt und guckt, was wir dafür brauchen. Und denk, ja, warum nicht? Aber frag mich nicht, was ich heute kochen soll, weil solche kleinen Entscheidungen fallen mir dann deutlich schwerer. Was soll ich sonst dazu sagen? Meine Konstante im Leben sind Bücher und Lesen. Das ist so das, was sich durch mein Leben durchzieht und wo ich sagen würde, das ist immer Teil von allem, was ich tue. Und so ist es auch dazu gekommen, dass ich mich auch schon in den verschiedensten Berufen ausprobiert habe und dass, bevor ich mich jetzt entschieden habe, als Autorin zu arbeiten, ich in der Vergangenheit als Einzelhandelskauffrau, Kosmetikerin, Dozentin, Maskenbildnerin, Adoptivmama für 32 Lämmer, Mitarbeiterin in einem Foodtruck auf einem Techno-Festival, also wirklich sehr abwechslungsreich bin. Und das auch immer gern verbinde mit so meinem zweiten Hobby oder meiner zweiten Liebe, das Reisen. Ich habe in Australien, England, in der Schweiz gelebt bzw. gearbeitet. Und erst die Liebe hat mich eigentlich dazu gebracht, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Und ja, da bin ich jetzt mit meiner Familie in diesem Dorf, mit unseren 7 Hühnern und einer kleinen Wachtelgruppe. Und ich würde sagen, ich bin recht angekommen. Vielleicht nicht für immer, aber für den Moment. Nicht schlecht. Ich hätte eine Idee. Ja. Was hältst du denn von einer Alpaka-Farm? Wo? Südamerika? Zum Beispiel. Aber jetzt gerne. Bitte nicht gleich im Internet suchen, sondern wir wollen vorerst deine Lesung hören und danach darfst du dann loslegen. Also ich wäre sofort dabei. Sag Bescheid. Gerne. Super. Also deine Vorstellung war mega interessant, was du alles schon so gemacht hast. Also vielseitig bist du definitiv. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, welches Buch du heute mitgebracht hast. Also das Buch, was ich euch vorstelle, heißt Dorf 2.0, vom Mut, die Welt neu zu denken. Und ich würde sagen, Dorf 2.0, das ist ein Buch, was dich an eine bessere Welt glauben lässt und auch daran, dass du ein Teil von diesem Wandel zu was Besserem sein kannst. Und den Klappentext, damit ihr da so einen kleinen Vorgeschmack bekommt, lese ich mal vor. Willkommen in Dorf 2.0, einer Welt ohne Grenzen und Einschränkungen. Hier sind Senioren voll in die Gemeinschaft integriert. Kinderbetreuung ist bedürfnisorientiert und Familienleben bietet Raum für persönliches Wachstum. Freiheit und Eigenverantwortung bilden die Grundlage der politischen Struktur. Begleite die Autorin auf eine Reise in diese scheinbar utopische Zukunft und entdecke Lösungsansätze für die Herausforderungen unserer Zeit. Hinterfrage erlernte Denkweisen und politische Korrektheit und komme selbst zu neuen Erkenntnissen bei den Themen, die dir wichtig sind. Lass dich inspirieren und dann deine eigene Version von Dorf 2.0 Wirklichkeit werden. Jetzt bin ich aber gespannt. Magst du gleich mal anfangen? Soll ich direkt loslesen? Ja, bitte. Ich bin sehr neugierig. Dann werde ich das tun. Ich möchte nur was vorab sagen, was mir ganz wichtig ist, was ich auch im Buch stehen habe, aber in diesen Teilen, die ich heute ausgewählt habe, nicht mit vorlese. Und das ist, sei ein Filter und kein Schwamm. Ja, bei allem, was ich sage, nimm dir mit, was dich anspricht und wo du dich angesprochen fühlst und alles andere. Lass liegen für einen späteren Zeitpunkt oder auch wenn es gar nichts für dich ist, einfach für immer. Das ist mir ganz wichtig.
dann fange ich an. Dorf 2.0, vom Mut, die Welt neu zu denken, von mir, Sarah Braun. Für dich, weil du mit dem Lesen oder Hören dieses Buches deine eigene Vision von Dorf 2.0 schaffst und damit die Welt zu einem besseren Ort wird. Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie lässt die eine Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Segel dahin. Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Oscar Wilde. Über mich und meinen Weg. Wir leben in einem Dorf im Süden Deutschlands, wie es sicher viele gibt, und doch keines mit dem anderen zu vergleichen ist. Die Wohnungssuche nach einer gemeinsamen Weltreise mit den Kindern hat uns hierher verschlagen, oder wie ich es empfinde, wir wurden hierher geschickt. Ohne eine Aussicht auf ein Domizil, in dem wir mit den Kindern nach der Rückkehr leben können, haben wir 2018 für ein halbes Jahr das Land verlassen. Über den aktuellen Wohnungsmarkt brauche ich niemandem etwas erzählen. Jeder, der in einem Eigenheim lebt oder eine Wohnung mit fairem Mietpreis hat, ist dankbar. In uns war jedoch ein tiefes Vertrauen, das uns trotzdem diesen Schritt hat wagen lassen. Meine Schwester versorgte mich von zu Hause aus regelmäßig mit den aktuellen Immobilienanzeigen. Aber nichts erschien mir passend, denn wir hatten trotz allem einen gewissen Anspruch. Mindestens 4 Zimmer sollten es sein, im Erdgeschoss, mit Garten, aber trotzdem unser begrenztes monatliches Budget nicht sprengen. Ein eigener Eingang wäre toll, vielleicht ein Holzofen. Sonst noch was? War die Frage, die sich meine Schwester im Stillen stellte. Während unseres Aufenthalts in Tokio kam dann die entscheidende Anzeige. Ich wusste sofort, dass das unsere neue Wohnung werden sollte. Sie erfüllte fast alle unsere Wünsche. Also haben wir uns darauf beworben. Allerdings ohne Erfolg. Im Nachhinein erfuhren wir, dass es zu viele Interessenten gab und der Vermieter einfach nicht mehr reagiert hat. Aber dank der Hilfe einer Bekannten erhielten wir die Mobilnummer des Vermieters, der auch bereits vorweg über unsere Kontaktaufnahme informiert wurde. So kam meine Schwester zusammen mit meiner Mutter in den Genuss, mit hunderten anderen Bewerbern die Bewohnung zu besichtigen. Das Feedback meiner Familie war positiv, also füllten wir die Bewerbungsunterlagen aus und schickten sie per E-Mail an den Vermieter. Tatsächlich erreichte uns dann in Australien die Zusage für die Wohnung und der unterschriebene Mietvertrag machte sich auf den Weg einmal um die Welt. Diese Geschichte zeigt ganz gut, warum ich glaube, dass wir genau hier leben sollen und auch ein Ewigreisender wie ich vielleicht einmal sesshaft werden muss. Zumindest vorübergehend. In den letzten Jahren haben wir uns hier sehr gut eingelebt. Sowohl wir als auch die Kinder haben neue Freunde gefunden und wir alle genießen die Vorzüge des Dorflebens. Ich treffe hier nicht unbedingt auf tiefergehendes Verständnis, wenn ich den Wunsch nach großen Veränderungen anspreche, aber doch auf offene Ohren und manchmal tatsächlich auch Gleichgesinnte. Denn mich beschäftigt die Frage, wie es hier aussehen würde, wenn wir alle als Gemeinschaft noch fester verbunden wären. Wenn Kinder und Alte, Jugendliche und Familien danach bestrebt wären, dieses Dorf in Zusammenarbeit zu einem nahezu perfekten Ort zu machen. Jeder würde seinen Teil beitragen, hat eine Aufgabe und auf niemanden kann man verzichten, weil das Dorf uns alle ausmacht. Also ist für mich klar, dass die Vision meiner Wunschzukunft in einem Dorf sein muss. Denn damit eine Gemeinschaft als gesunder Organismus funktioniert, darf sie eine bestimmte Größe nicht übersteigen. Seit ich denken kann, begleitet mich das Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören, da mein Blick auf die Dinge bereits als Kind ein anderer war. Mit einem "Das ist halt so" konnte man mich noch nie zufriedenstellen und ein "Nein" ist für mich in der Regel der Grund, mich nach anderen Möglichkeiten umzusehen, um an mein Ziel zu kommen. Dieser starke Wille kombiniert mit einem unstillbaren Wissensdurst macht mich sicher oft zu einer Herausforderung für meine Familie und Mitmenschen. Ich bin ein Revoluzer, eine, die immer Fragen stellt, die man nicht so leicht beantworten kann, die den Finger in die Wunde legt und alles irgendwie anders macht. Aber ich habe die Überzeugung, dass gutes Wollen stets einen Weg der Umsetzung findet.
Dabei müssen wir gar nicht so viele Gedanken an das Wie verschwenden, sondern einfach wissen, wohin wir wollen. Der Weg, der sich dann findet, den hätten wir uns vorher nie so ausmalen können. Viel eher sollten wir darauf achten, unsere Träume nicht künstlich klein zu halten, weil der Verstand sagt, dass das eh nicht möglich ist oder gar nicht funktionieren kann. Wie sich bei unserer Wohnungssuche auf Reisen zeigt, dürfen wir uns jedoch öfter wieder überraschen lassen. Ich wünsche mir, dass die Menschen groß denken, nicht auf ihren eigenen Vorteil oder Profit bedacht, sondern im guten Wollen. In vielen Gesprächen hat sich gezeigt, wie schwer es den meisten fällt, sich auch nur gedanklich auf eine Zukunft ihrer Träume einzulassen. Das ist mir besonders aufgefallen, als ich Menschen nach ihren Visionen für eine perfekte Zukunft gefragt habe. In unseren Köpfen herrschen Grenzen, die uns anerzogen wurden, die wir aufgrund von Erfahrungen, Religion und vermeintlicher Bildung aufgestellt haben. Jetzt ist es an der Zeit zu lernen, diese beiseite zu schieben und Platz zu machen für eine neue Freiheit. Wenn wir uns darauf einlassen, eröffnet sich uns eine Welt voller Vertrauen, Verbindung und Liebe. Das, was für viele so platt und verbraucht klingt, meine ich aus ganzem Herzen und in seiner ursprünglichsten Bedeutung. Und bevor ich zum nächsten Kapitel springe, möchte ich noch was sagen. Da ich nicht jedes Kapitel von meinem Buch vorlese, es aber ein Kapitel gibt zum Thema Gott, möchte ich hier kurz einwerfen. Ihr werdet das Wort Gott immer wieder hören. Und in meinem Kapitel, in dem ich über Gott spreche, erkläre ich, dass ich, wenn ich Gott meine, nie von Kirche spreche, nie von der Glaubensgemeinschaft und immer alles mit einbeziehe, weil mir das ganz wichtig ist. Mir ist es ganz wichtig, dass wenn ich Gott meine, dass ich immer eine persönliche Beziehung meine zwischen dir und dem großen Ganzen. Und es ist mir egal, ob das Allah, Universum, das große Eins, die göttliche Kraft, die Quelle, was auch immer, ist mir ganz egal. Das darfst du dann einfach nach deinem Belieben an der Stelle von Gott einsetzen. Bedeutet Freiheit gleich Anarchie? Wie sieht das Zusammenleben in Dorf 2.0 aus und was hat sich dafür geändert? Wir haben endlich verstanden zu leben, was wir heute eigentlich schon wissen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind mit allen und allem verbunden und uns dessen in Zukunft auch bewusst. Das ist eigentlich schon alles. So simpel und doch scheinbar unerreichbar. Ganz automatisch schauen wir heute doch bei allem auf die Unterschiede. Oh, mein Nachbar glaubt auch an Gott, wie schön, aber er geht nicht in die Kirche. Meine Freundin wünscht sich auch mehr Umweltschutz, aber sie wählt dafür Partei XYZ, anstatt sich bei einer Umweltschutzorganisation einzubringen. Spürt ihr bereits beim Lesen bzw. Hören, wie solche Aussagen und Gedanken uns trennen? Wir schauen nicht auf das gemeinsame Ziel oder die gemeinsamen Interessen, sondern auf die Unterschiede. Achtet einmal bei euch selbst darauf, ihr werdet schnell feststellen, wie automatisch und unterbewusst das passiert. Warum, fragen wir den Nachbarn nicht, warum er an Gott glaubt und finden weitere Gemeinsamkeiten? Vielleicht führt das zu einer unerwarteten Freundschaft, aus der noch mehr Gutes hervorgeht. Mit der Freundin können wir einen Gartentag veranstalten, eine Spendensammelaktion für das örtliche Tierheim oder was auch immer uns einfällt, für das wir beide brennen. Schon ist die Welt ein wenig besser geworden, weil wir uns entschieden haben, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen. Das Wissen über das kollektive Bewusstsein ist in Dorf 2.0 bereits allgemein bekannt. Das bedeutet, dass wir auch heute schon mit jedem Gedanken, ob aus niederen Beweggründen oder gutem Wollen entstanden, einen Faden für unser Leben spinnen und somit Ereignisse und vermeintliche Schicksale in der Welt mitbestimmen. Mit jedem unserer Gedanken und unserer Taten nähren wir das sogenannte morphogenetische Feld, welches die Erde umspannt. Das bedeutet, geben wir viele positive Gedanken in das Feld, so steigt die Schwingung der Erde an. Wir nähren das Gleichartige und sind in der Lage, die Welt zum Guten zu verändern. Das Gleiche gilt aber auch andersrum. So kann es auch sein, dass unsere Tagesform mit der Stimmung in der Welt zusammenhängt und wir an schwächeren Tagen empfänglicher sind für die Wolke dunkler Gedanken und es uns schwerer fällt, in eine positive Grundstimmung zu kommen. Spannenderweise gibt es auch das kollektive Wissen, was wiederum erklärt, warum sehr häufig zur gleichen Zeit mindestens zwei sich unbekannte Menschen an großen Erfindungen arbeiten.
Es gibt hierfür diverse wissenschaftliche Theorien, wie zum Beispiel das Prinzip des 100. Affen oder das der kritischen Masse. Wenn diese Zusammenhänge bekannter wären, dann haben es viele sogenannte Life-Coaches plötzlich schwer, an Kunden zu kommen. Das ewige Predigen von Selbstliebe und positivem Denken mag im Kern richtig sein. Doch wenn uns immer gesagt wird, dass wir genau richtig sind, wie wir sind, alle anderen toxisch und wer etwas dagegen sagt, den habe ich halt einfach getriggert, dann kommen wir in unserer Entwicklung nicht weiter. Das Gleiche gilt auch für die Kirche. Oft wird dort vermittelt, wir müssten nur um Vergebung bitten, denn Jesus ist ja schon für all unsere Sünden gestorben. Diese Aussagen verhindern, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen und mit der Hilfe Gottes, Universum, Allah, beliebige Quelle einsetzen, unser Leben zum Besseren verändern. Ich glaube, dass es ohne Hilfe von oben sehr schwer ist. Aber mit ihr kommen wir weit über unsere Grenzen hinaus. Das Ergebnis ist dann, dass wir auf dem Weg in eine leichte und lichte Welt viel schneller vorankommen. Immer wenn wir warten, dass jemand kommt und uns rettet, sei es Jesus, ein charismatischer Politiker oder ein anderer Superheld, dann bleiben wir im Stillstand und verschwenden kostbare Zeit, in der wir selbst bereits hätten anfangen können, etwas zur Verbesserung der Welt beizutragen, indem wir bei uns selbst beginnen. Ob man jetzt an Reinkarnation und Karma glaubt oder nur an einen einzigen Erdengang, so ist es doch für eine positive Entwicklung nur förderlich, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Taten Folgen haben. Wir würden viel häufiger auf unser Gewissen hören, das uns ja immer sagt, was richtig oder falsch ist. Sicher ist, dass wir in einer Welt, die nach diesen Grundsätzen lebt, verbunden sind. Denn wir werden darauf achten, dass die Grundbedürfnisse von jedem Menschen befriedigt sind, bevor wir auf unseren eigenen Vorteil schauen. Albert Einstein macht es im folgenden Zitat deutlich. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Wer jetzt glaubt, dass dies ein absolut utopischer Teil meiner Vision ist, weil der Mensch doch eigentlich grundlegend schlecht ist und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und nicht in der Lage, mit so einer Freiheit umzugehen, dem lege ich das Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann ans Herz. Eine wunderbare Sammlung von guten Taten der Menschen dieser Welt. Oft wurden vermeintlich schlechte historische Ereignisse medial komplett gegensätzlich dargestellt und erweisen sich bei genauer Recherche dann als selbstlose Taten eigentlich unbekannter Mitmenschen gegenüber. Unter anderem sind zum Beispiel die wenigsten der gefundenen Bajonette auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs nachweislich benutzt worden. Die angeblichen Barbaren der Osterinseln haben sich nach neuesten Forschungen doch nicht gegenseitig ermordet, die Toten verzehrt und dadurch die Bevölkerungszahl von 15.000 auf 2.000 reduziert. Tatsächlich sind es nie mehr als 2.200 Einwohner gewesen. Und bis heute ist diese Insel als Menschenfresserinsel bekannt. Finde ich schon mal sehr bezeichnend. Kleiner Einwurf. Zu der fiktiven Geschichte aus Der Herr der Fliegen, in der das Zusammenleben der auf einer einsamen Insel gestrandeten Jugendlichen in Egoismus, Gewalt und Chaos endet, findet Rutger Bregmann ein wahres Fallbeispiel. Dieses zeigt das genaue Gegenteil. Nämlich junge Menschen, die es schaffen, durch hundertprozentigen Zusammenhalt zu überleben. Dies sollte uns darin bestärken, dass wir gar nicht so schlecht sind, wie man uns glauben machen will. Stattdessen steckt eine intuitive Selbstlosigkeit in uns, wenn wir ihr die Chance geben, sich zu zeigen. Also keine Angst vor zerstörerischer Anarchie, stattdessen auf in die Eigenverantwortung. Das war sehr interessant. Also, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, gerade zu so einem Thema ein Buch zu schreiben? Also, ich habe das Buch bereits im Februar 2021 geschrieben. Und das war ja zwischen 2020 und Mitte 2022 eine sehr schwierige Zeit, würde ich sagen, für alle Menschen. Und der Fokus in der Berichterstattung, egal ob man sich jetzt alternativ oder in den gängigen Medien informiert hat, war ja sehr negativ. Also zumindest war das mein Empfinden in diesen Jahren, dass das war alles so hoffnungslos. Keiner wusste, was kommt und wie sieht die Welt in Zukunft aus und wie geht es weiter und was soll werden. Und ich habe mir aber gewünscht, ein Buch zu lesen, in dem steht, wie schön es wird und
wie toll es eigentlich sein kann und was wir alles noch für Möglichkeiten haben. Aber ich habe halt tatsächlich nicht so viele Bücher in der Art gefunden. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie soll denn die Welt aussehen, in der ich leben will? Und was ist ein Bestandteil davon? Was ist mir wichtig? Und damit es wichtig war, das auch mit anderen Menschen zu teilen, habe ich parallel ganz viele Menschen nach ihrer Vision befragt. Also ich habe gesagt, wie sieht die Welt aus, in der du leben willst? Was ist dein perfektes Dorf, deine perfekte Welt? Wie sieht die aus? Und habe diese Visionen gesammelt und ich habe die auch ans Ende vom Buch gesetzt. Das ist quasi der dritte Teil des Buchs. Und ich habe festgestellt, das finde ich auch so schön, das finde ich ist ein, war für mich ein großes Geschenk, auch von der Arbeit an dem Buch, dass egal wie wir politisch eingestellt sind oder an was wir glauben und so, wenn ich die Visionen bekommen habe, haben die sich in so vielen Punkten überschnitten und das hat mir wieder gezeigt, dass wir ganz oft das Gleiche wollen. Also der Dorfplatz ist zum Beispiel was, so ein Ort der Begegnung, das ist was, was immer wieder genannt wurde, was die Menschen sich wünschen, oder nachhaltig angebaute Lebensmittel, das ist was, was den Menschen durch die Bank wichtig ist. Und egal, wo die jetzt vielleicht in unserem, wo wir dann sagen, oh nee, der immer mit seinem dies und das, ist es egal. Wir wollen am Ende, zumindest der große Teil will dasselbe. Und das fand ich, das zu wissen, ist ein Geschenk. Und deswegen habe ich das aufgeschrieben und gesammelt. Ja, sehr spannend. Und ja, es war eine harte Zeit, aber es ist schön, dass du das so alles so ein bisschen festgehalten hast. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie es weitergeht. Und daher mach gerne weiter mit dem nächsten Leseteil. Ja, die Lebensaufgabe. Von der sogenannten Lebensaufgabe haben wir alle schon gehört. Sie ist für viele dieses mystische, gefühlt unerreichbare Ziel, dem sie oft Jahre ihres Lebens hinterherjagen. Die Lebensaufgabe wird zum Heilsbringer für viele Probleme der Welt gemacht. Und das ist auch nicht falsch. Nur finden wir sie kaum noch unter dem Haufen der uns gebotenen Wahlmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass sie in unserer Vorstellung gerne etwas Prestigeträchtiges und absolut Lebensveränderndes sein muss. Beeinflusst von Fernsehen, Internet und sozialen Medien fällt es uns schwer, sich mit sowas Gewöhnlichem wie zum Beispiel der Fürsorge für die Familie zufrieden zu geben. Das sollten wir auch nicht, wenn wir das Gefühl haben, dass etwas fehlt. Viel zu oft denken wir jedoch, wir müssten etwas Bedeutsames suchen, weil das allein doch nicht reichen kann. Obwohl wir eigentlich zufrieden sind, so landen wir ungewollt schnell in einem Teufelskreis aus Unzufriedenheit und Neid, aus dem wir nur schwer wieder rausfinden. Wir sind nicht mehr in der Lage, klar zu sehen, was will ich wirklich und wo gefällt mir einfach nur die Vorstellung. Ich könnte dieser digitale Nomade, Sänger, Influencer, was auch immer, sein. Denn in Wahrheit entsprechen diese Aufgaben vielleicht gar nicht unseren Gaben und Fähigkeiten, und so schön sie nach außen hin wirken mögen, so wenig befriedigen sie uns dann in unserem Innern. Die innere Stimme Gottes, die uns führt, ist leise und wir überhören sie leicht unter dem lauten Geschrei von außen. Damit wir Dorf 2.0 näher kommen können, müssen wir jedoch der Pflicht nachkommen, unsere individuelle Lebensaufgabe zu finden. Unser Leben wird nur dann erfüllt sein und wir werden das Gefühl haben, einen wichtigen Beitrag zu leisten, wenn wir Freude empfinden bei dem, was wir tun. Wenn jeder bei sich selbst anfängt, danach zu suchen, sind wir schneller da, wo wir sein wollen, als wir es uns vorstellen können. Also wird im Dorf der Zukunft von klein auf versucht zu erkennen, worin diese Aufgabe besteht. Die Neigungen der Kinder werden gesehen und unterstützt. Es gibt Möglichkeiten, sich auszuprobieren und rauszufinden, wobei man wirklich Spaß hat, wovon man mehr lernen und erfahren möchte, wo man freiwillig mehr tut, weil es keine Arbeit oder Pflichterfüllung ist, sondern weil man es auch, wenn man sonst nichts zu tun hätte, sowieso machen würde. So einfach ist die Antwort auf die Frage nach der Lebensaufgabe eigentlich schon. Was würdest du tun, wenn du nichts anderes zu tun hättest? Das muss nie zwingend nur eine Aufgabe für den Rest des Lebens sein. Wir entwickeln uns weiter und unsere Bedürfnisse und Prioritäten verändern sich.
Vielleicht war eine Frau ihr halbes Leben als Hebamme tätig und stellt dann fest, sie möchte sich jetzt eher der Gartenarbeit, dem Töpfern oder Schreinern zuwenden. Niemand ist an seine Tätigkeit gebunden, wenn er den Bedarf des Wandels verspürt. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute unsere Arbeit erledigen, obwohl wir in diesem Moment lieber etwas ganz anderes machen würden, ist mit ein Grund dafür, dass die Gesellschaft heute dort ist, wo sie steht. Arbeit, die nur dem Broterwerb dient, wird immer vergleichbar sein mit einer Form der Sklaverei. Oder was ich jetzt im Internet gelesen habe, fand ich einen ganz spannenden Satz, auch wenn er natürlich provokativ ist. Das Gehalt ist die Droge, die dein Arbeitgeber dir gibt, damit du deine Träume vergisst. Fand ich ganz spannend. Hätte ich den schon vorher gekannt, hätte ich ihn vielleicht eingebaut. Ich lese weiter. Ist für unsere Grundbedürfnisse wie Trinken, Essen und Wohnen gesorgt, ist die Tätigkeit, die wir dann auch gerne ohne Bezahlung machen würden, unsere Herzensaufgabe. Denn um zu wachsen, braucht unsere Seele gewisse Herausforderungen. Viele denken jetzt, ja, aber wer erledigt dann die ganze Arbeit, auf die sonst keiner Lust hat? Sinnstiftende Arbeit wird immer jemanden finden, der sie ausführt, weil sie für den Erhalt des Wohlstandes getan werden muss. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wachen eines Morgens auf und es gibt keine Steuerberater, Beamte, Bankkaufleute oder Versicherungsvertreter mehr. Was würde sich für uns ganz direkt ändern? Nicht so viel, wenn ihr mich fragt. Nun wachen wir aber eines Morgens auf und es gibt keine Zimmermänner, Friseure, Klempner, Elektriker, Müllentsorger oder Krankenpfleger mehr. Wie lange würden wir ohne diese Menschen klarkommen? Kaum einen Tag. Weil diese Aufgaben sinnvoll sind und wichtig für das Aufrechterhalten von Struktur und Ordnung. Dieser riesige Verwaltungsapparat mit Menschen, die nur einer künstlich geschaffenen Tätigkeit nachgehen, sorgt für eine große Unzufriedenheit. Vielleicht nicht materiell, aber seelisch. Ja, aber was ist mit dem Müll? Den will doch auch keiner abholen ohne Bezahlung. In Dorf 2.0 gibt es keinen Müll im herkömmlichen Sinn, sondern nur Kompost. Vielleicht ist die Frau, die sonst an der Kasse im Supermarkt sitzt, in ihrer Freizeit am liebsten im Schrebergarten. Sie pflanzt ihr eigenes Obst und Gemüse an, sammelt Regenwasser und besitzt einen herkömmlichen und einen Wurmkomposter und findet heraus, welche Erde sie am besten für welche Pflanzen benötigt. Sie kümmert sich im Dorf um unseren Müll, den Kompost. Sie sorgt mit ihrer Arbeit dafür, dass die Pflanzen stets gut versorgt sind mit den Nährstoffen, die sie brauchen, und ist damit hauptverantwortlich für die Lebensmittelversorgung des Dorfes. Ihr Beruf ist anerkannt und geschätzt und sie darf endlich das tun, was ihr bisher nur in ihrer Freizeit möglich war. Merkt ihr, was ich meine? Welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn wir in einem natürlichen Kreislauf leben? Wir können uns also auf wiederbelebte traditionelle Berufe freuen, wie Korb-, Pinsel- und Bürstenmacher, Spielzeug- und Puppenbauer, Teppichweber, Schneider, Schmied, Buchbinder oder Glasmacher. Jeder, den es in verschiedene Richtungen zieht, der darf sich ausprobieren. Und wer gerne verschiedenen Tätigkeiten nachgeht, der kann dies tun. So arbeitest du vielleicht den einen Tag auf den Feldern und den anderen schreibst du Gedichte und Romane oder für die örtliche Zeitung. Wir sind so vielfältig und es ist gut möglich, in verschiedenen Aufgaben vollkommen aufzugehen. Auch um den Ausgleich zu gewährleisten und Überdruss vorzubeugen. Uns wird heute versucht, glauben zu machen, dass Arbeit unangenehm und anstrengend sein muss, damit sie etwas wert ist. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir den Menschen, die einer Tätigkeit nachgehen, die auch ihrem Hobby entspricht, oft gar keine Bezahlung zugestehen wollen. Schließlich macht es ihnen doch Spaß. Oft ist das in künstlerischen Berufen der Fall. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ist diese Denkweise nicht völlig absurd? Jemand, den seine Arbeit von Herzen erfüllt, der gibt doch so viel mehr, als er müsste, da es ihm nicht um Pflichterfüllung, sondern um Bedürfnisbefriedigung geht. Außerdem ist Kunst in ihren vielen Ausdrucksformen ein so wichtiger Teil unseres Lebens und für unsere Entwicklung ebenso wichtig wie Essen und Trinken. Wir brauchen das Schöne, das Vollkommene, das von uns Geschaffene mehr, als uns vielleicht bewusst ist. In Dorf 2.0 sind auf dem Dorfplatz regelmäßig Theater, Konzerte, Tanzaufführungen und Gesangsbeiträge zu sehen, aber auch ausgestellte Gemälde, Kunstwerke der Bildhauer und vieles mehr.
Jeder darf sich beteiligen und jeder ist willkommen. Endlich finden wir wieder viel mehr Kunst in Alltagsgegenständen. Wenn Gebrauchsgegenstände oder auch die Architektur nicht mehr allein praktisch sein müssen, sondern auch schön, dann haben wir auch keinen Bedarf mehr an einer Unmenge von künstlichen Dekoobjekten, die keinen Zweck erfüllen. Denn vom Tisch über Besteck bis hin zum Balkongeländer ist alles ästhetisch und liebevoll hergestellt und somit eine Freude für unser Auge. Aufgrund unserer Individualität gehe ich nicht davon aus, dass am Schluss alle nur noch singen wollen und keiner mehr den Kompost macht, wenn das deine Sorge sein sollte. Denn wie heißt es so schön? Des einen Freud, des anderen Leid. Diese Tatsache sollten wir uns bewusst machen, denn sie ist ein Geschenk. Natürlich ist es heute eine viel größere Herausforderung, als in Dorf 2.0 uns auf die Suche nach unserer Lebensaufgabe zu machen. Wir haben andere gesellschaftliche Voraussetzungen und Prägungen. Wir sind herausgefordert, uns gegen Dogmen aufzulehnen und Risiken einzugehen. Für Männer, die mit der Versorgung der Familie eine riesige Verantwortung tragen, kann es noch schwieriger sein. Doch es ist ein Prozess und kein direkter Weg, aber einer, bei dem jeder Schritt zählt. Ich bin davon überzeugt, dass wir von Gott die nötige Unterstützung erhalten, wenn wir uns dahin auf den Weg machen, wenn wir lernen, ins Vertrauen zu gehen und zuversichtlich zu sein. Sobald wir auf unserem ureigenen Weg sind, werden wir es spüren. Wir sind im sogenannten Flow. Alles fügt sich und eins kommt zum anderen. Wenn wir das Leben rückblickend betrachten, stellen wir oft fest, dass da, wo etwas nicht wie geplant funktioniert hat, wir vorher schon ein schlechtes Gefühl hatten. Und dieses Nicht-Gelingen war meist nur zu unserem Vorteil. Jedoch müssen wir uns die Zeit nehmen, das zu erkennen und anfangen, auf die leise Stimme in uns zu hören. Dann dürfen wir uns auf eine erfüllende Aufgabe in Dorf 2.0 freuen oder noch besser, schon heute. Gott spricht leise, also sollten wir dafür sorgen, dass wir ihn hören. Und deine Ohren werden hören, hinter dir her das Wort sagen. Also, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Jesaja 30, Vers 21. Oder um es ohne die Bibel zu sagen, der krumme Baum lebt sein Leben, der gerade Baum wird ein Brett. Chinesisches Sprichwort. Das letzte Kapitel, was ich vorlesen werde, das ist es zum Thema Schule, weil das ein Herzensthema von mir ist und es mir ganz wichtig ist, meine Gedanken dazu zu teilen, weil in meiner Blase, nenne ich es mal, zwar diese Gedanken bekannt sind, aber so in der großen, weiten Welt ist es vielleicht noch nicht angekommen und ich wünsche mir, dass die Gedanken mehr Menschen erreichen und sei es nur, dass sie vielleicht genauer hinschauen und es sich zu diesem Thema einfach noch mal mehr informieren. Schule. Schule bedeutet in vielen Ländern nur noch ein notwendiges Übel. Insbesondere, wenn wir auf das Gros der staatlichen Institutionen schauen. Deutschland geht mit seiner veralteten Schulpflicht, die noch aus dem Nationalsozialismus stammt, mit schlechtem Beispiel voran. Wir sehen kaum eine Revolutionierung im Frontalunterricht, der nachweislich nicht dafür sorgt, dass sich die Schüler mit den Lehrthemen identifizieren oder das Wissen verinnerlichen. Es ist Glückssache, wie die Lernerfahrung für die Kinder wird. Egal, was auf dem Schild an der Schule draußen steht, hängt die positive Erfahrung doch immer von den Menschen ab, die sich um die Bildung kümmern. Da kann man eine positive Ausnahme in der regulären Schule finden oder an einer privaten Einrichtung. Hier gilt es wie beim Kindergarten auch, dass die Konzeption nur so erfolgsversprechend ist, wie sie auch umgesetzt werden kann. Es geht immer um die Menschen und nicht um das Label, das außen drauf steht. Es gibt Unmengen an einschlägiger Literatur, die sich mit diesen Themen befasst. Forscher bestätigen immer wieder, dass Lernen nur durch Erfahrung und mit Begeisterung wirklich funktioniert. Und von all dem ist insbesondere in Deutschland nur sehr wenig zu finden. Bücher wie Die Glücksschule von Daniel Hess oder der Film Alphabet von Erwin Wagenhofer sind ein guter Einstieg, wenn man sich mit dem freien Lernen näher befassen möchte. Gerade die Lehrer bestätigen, dass es so wie vorgegeben eben nicht funktioniert und dass die Schüler, die andere Bedürfnisse haben und sich nicht so leicht ins System einfügen können, diejenigen sind, die auf der Strecke bleiben. Wir wissen es alle und trotzdem gehen Veränderungen nur unglaublich schleppend voran.
Das ist frustrierend für alle Beteiligten. Die von politischer Seite angepriesene und hochgelobte Digitalisierung wird hier sicher nicht die Lösung des Problems sein. Wir brauchen ein ganz anderes Verständnis davon, wie Lernen funktioniert, und vor allem brauchen wir Vertrauen in die Kinder, dass sie aus Eigenmotivation lernen wollen, dass das, was sie interessiert, nicht unbedingt mit dem Lehrplan übereinstimmt, aber deswegen trotzdem genauso wichtig ist. Kinder wollen lernen, denn sie wollen ein Teil der Gemeinschaft sein, in der sie groß werden. Sie wollen sich die Dinge erschließen, die sie um sich herum sehen. Dazu gehören unter anderem natürlich auch Buchstaben und Zahlen, aber nicht zwingend an erster Stelle. So wie ich für mein Baby keinen Lehrer einstellen würde, damit es laufen lernt, so muss ich auch nicht, das auch nicht für das Lesen, Schreiben oder Rechnen. Bei den Kleinsten sind wir uns bewusst, dass die Zeitfenster variieren und dass das eine Kind mit 9 Monaten und das andere erst mit 20 Monaten laufen lernt. Genauso ist das beim Lesen und Schreiben auch. Wir müssen erkennen, wann sich das Kind beginnt, für Buchstaben oder Zahlen zu interessieren, und sie dann mit Material versorgen, mit dem sie sich das Wissen aneignen können. Natürlich darf ja auch ein Lehrer unterstützen, aber eben ganz individuell. Wir können den Kindern weder das Alter vorgeben, in dem sie gefälligst lesen können müssen, noch wie lange sie sich für ein bestimmtes Thema zu interessieren haben oder wie tief sie sich darin einzuarbeiten haben. Da möchte ich auch noch mal kurz einwerfen, ich habe mich damit schon früh beschäftigt, mit dem Thema Freilernen und wie lernt ein Kind. Und als ich dann mit meinem Sohn schwanger war, mit meinem ersten Kind, habe ich mir fest vorgenommen, auf jeden Fall keine kindliche Frühförderung zu machen. Ich wollte ihn jetzt nicht fernhalten von Zahlen, Buchstaben und Lernen, aber ich wollte auf jeden Fall nicht, dass es so im Kindergarten schon Thema ist, dass sie dann irgendwie schon Buchstaben lernen müssen oder sollen oder so, sondern ich wollte, dass er das von sich aus macht. Ja, da hat sich der liebe Gott gedacht, coole Idee, Sarah, schicke ich dir mal deinen Sohn, der dann mit 2 Jahren alle Buchstaben konnte, und wenn er einen Stock gefunden hat, gesagt hat, guck mal, Mama, ein Y, und ein Fleck auf der Straße war dann, oh, schau mal, Mama, ein O, und mit 4 Jahren lesen konnte, und als er in die Schule kam, eigentlich ja mit der Grundschule jetzt schon fast durch war. Und ich aber richtig erkennen durfte, wie er dieses Bedürfnis hatte, wie er mich jeden Abend, hat er gesagt, Mama, wir müssen lesen üben. Und ich habe gesagt, Mats, du bist müde, das schaffst du jetzt nicht mehr, wir wollen schlafen. Und er hat, bis er das verstanden hatte, so lange hat er mich, ich sag mal, gezwungen, mit ihm lesen zu üben. Und als er es verstanden hatte, dass ich ein halbes Jahr nicht mehr für Bücher lesen, selber lesen interessiert. Und da habe ich gedacht, okay, dann war das nur so vorübergehend. Ja, bis ich dann gehört habe, wie er ein halbes Jahr später meiner Tochter fließend vorgelesen hat. Der hat nie gestottert beim Lesen oder Wörter zusammengefügt, so wie ich das viel höre, wenn Kinder anfangen zu lesen in der Schule. Das gab es bei ihm nicht. Der hat einfach direkt fließend gelesen, weil sein Gehirn Zeit hatte, das, was er gelernt hat, selber zu verarbeiten und dann in Anwendung zu bringen, als er dazu bereit war. Und meine Tochter, die ist mittlerweile 6, die kann nicht lesen, nicht schreiben, und das ist vollkommen in Ordnung. Sie ist einfach ein ganz anderer Mensch, und ich finde es ganz wunderbar, dass ich das so erfahren darf, so am lebendigen Beispiel. Jetzt komme ich zurück zu meinem Kapitel. Wenn wir das verstehen und Lernen ein Teil des natürlichen Kreislaufs und Alltags wird, dann passiert es ganz ungezwungen nebenbei, aber dafür nachhaltig. Es gibt genügend Alltagssituationen, an denen unser Kind teilnimmt und wir ganz unbewusst rechnen, lesen oder schreiben. Wie beim Kochen und Backen, im Garten, beim Bauen, Einkaufen oder Handarbeiten. Das sind die Momente, wo das Gelernte Anwendung findet und die Kinder die Notwendigkeit, das zu können, erkennen. Wenn wir es dann noch schaffen, künstlerischen, sportlichen, sozialem und handwerklichem Können genau die gleiche Bedeutung zu geben wie all dem naturwissenschaftlichen und kognitiven Fähigkeiten, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Die Schule wird also eine der wichtigsten Institutionen in Dorf 2.0. Dort wird mit Begeisterung gelernt. Die Schule ist offen für alle, die etwas lernen wollen. Das Alter ist hierbei unerheblich. Interessiert sich eines der Kindergartenkinder bereits früh für Zahlen, Buchstaben oder andere Themenbereiche, kann es jederzeit in die Schule kommen, um dort mehr zu erfahren.
Genauso kann ein 80-jähriger Dorfbewohner an der Dorfschule unterrichten, sich selber weiterbilden oder auch ganz Neues von den Kindern lernen. Dort gibt es keine Lehrer im uns bekannten Sinne. Gelernt wird selbstbestimmt und selbstorganisiert mit einem großen Angebot an Lernmaterialien. Gelernt werden kann miteinander und voneinander. Kinder können Erwachsenen etwas beibringen und umgekehrt. Diese Denkweise ist eine Selbstverständlichkeit und könnte auch heute bereits berücksichtigt werden. Beim Lernen geht es weder um Noten noch Abschlüsse. Die Aufgabe der Schule ist es, jedem einzelnen Menschen zu helfen, seine Herzensaufgabe zu finden, sodass dieser dann neben der Erfüllung des eigenen Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung mit dem Gelernten seinen Teil zum Funktionieren der Dorfgemeinschaft oder der Welt beitragen kann. Eine Spezifizierung auf ein bestimmtes Fachgebiet, sogenannte Fachidioten, wie wir es heute kennen, wird es eher selten geben. Stattdessen entwickeln sich Allrounder, die sich in verschiedenen Bereichen gut auskennen und besser in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen und das große Ganze im Blick behalten. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Fremdsprachen werden möglichst im entsprechenden Land oder im Gespräch mit Einheimischen gelernt. Grundkenntnisse können immer an Interessierte weitergegeben werden. Zum Erlernen handwerklicher Fähigkeiten stehen Maschinen und Fahrzeuge zum Rumschrauben und Erforschen in der Schule. So wird aus der Praxis gelernt. Überhaupt geht es beim wirklichen Verstehen immer um die Erfahrung und diese dürfen die Schüler bei allem, was sie interessiert, machen. Ein Kind, das später lesen lernt, fällt hier genauso wenig auf wie eines, das es schon sehr früh kann. Denn das Bewusstsein darüber, dass der vermeintliche Spätzünder dafür bereits zum Beispiel ein toller Sportler, Handwerker oder Mathematiker ist, ist bei allen vorhanden. Jeder Mensch hat seine Gabe und lernt alles in seinem Tempo zu der für ihn richtigen Zeit. Wir richten uns ganz nach der Aussage von Johann Heinrich Pestalozzi. Der Mensch, wenn er werden soll, was er sein muss, muss als Kind sein und als Kind tun, was ihn glücklich macht. Und ich möchte zum Abschluss noch drei ganz kurze Visionen, die ich gesammelt habe, für ein bisschen Wohlgefühl mit euch auf den Weg geben. Und zwar, ich lebe nur mit Menschen zusammen, die sich respektieren und lieben. Es gibt keinen Neid, keine Missgunst, keinen Reichtum, keine Armut, keinen Leistungsdruck, keine Behinderung, keine Krankheit, kein Geld. Jeder gibt der Gesellschaft, was er kann, ohne auf seinen Vorteil bedacht zu sein. Jeder, der schwächer ist, wird kompromisslos und selbstverständlich unterstützt. Waren werden getauscht. Alles wird handgemacht und vor Ort produziert. Es sieht etwa so aus wie bei Die Schöne und das Biest, das Dorf, in dem Belle wohnt, oder das Ecomusée, wer es kennt, in Frankreich. Mit einem schönen Dorfplatz und vielen lachenden, fröhlichen Kindern. Alles etwas einfacher, back to basics, aber happy. Um das Dorf herum findet man freilebende Tiere, die uns gerne Milch und Eier abgeben, alles ohne Zwang. Es fließt ein super klarer Bach am Dorf entlang, wo man angeln und baden kann. Es gibt keine Macht, jeder ist gleichwertig und wohlgesonnen den anderen gegenüber, absolut jeder. Es gibt auch unter den Kindern keine Hänseleien. Katrin, mein Dorf, meine Welt ohne Ängste und Grenzen, in der unsere Kinder unbeschwert leben können und jedes Kind als Individuum gesehen und in seinem Tun gefördert wird, in dem, was das Kind gut macht, was es stärkt. Kinder, die draußen in der Natur die Welt entdecken, in der wir in einer kleinen oder etwas größeren Kommune leben, in der jeder jeden unterstützt. Ein kleines Holzhaus mit Ofen, gemütliche Einrichtungen und ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Am besten am Meer oder See, inmitten der Natur, aber auch nicht weit entfernt von einer größeren Stadt, damit man von der Außenwelt nicht abgeschottet lebt. Wir pflanzen unser eigenes Obst und Gemüse mit den Kindern, halten eigene Tiere, haben ein Boot am See und leben das Leben ohne finanzielle Sorgen, ohne Druck von außen, Druck von der Arbeit. Einfach frei, frei leben und das Gefühl haben, am Ende des Tages, heute war ein toller Tag. Ich könnte noch ewig weitermachen. Anni. Handeln zum eigenen Wohl, zum Wohl aller und zum Wohl des Planeten. Das wäre doch schon toll für ein Dorf. Claudia. Ende.
Oh, das war sehr schön. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Also von der Idee, alles, was dann kommt, also zwischen der Idee und dem fertigen Buch. Da ist ja ganz viel, was da so passiert. Wie war das bei dir? Ja, also wie ich gesagt habe, ich habe das ja im Februar 21 geschrieben und habe das auch recht schnell geschrieben und habe auch ja relativ bald viele Visionen zusammen gehabt von anderen Menschen, sodass ich mir das so, ja, mir da so auch so einen Querschnitt draus erschließen konnte. Ja, und dann war das da in meinem Computer und ich habe dann auch mal so einen Instagram-Account angefangen, und aber ja, da bin ich immer nicht so gut drin, solche Sachen weiterzumachen. Und auch viele waren inspiriert und gesagt, hey, komm, lass uns doch sowas starten, aber das ist ja auch immer nicht so von heute auf morgen gemacht. Ja, und dann war diese Geschichte in meinem Computer und dann habe ich es quasi von diesem Zeitraum von Januar bis Juli gebraucht, um das eben zu überarbeiten zu lassen, testlesen zu lassen, mich in diese ganze Thematik mit Self-Publishing einzuarbeiten und ja, dann dieses Buch auf den Weg in die Welt zu bringen. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort, zum Beispiel Kaffee um die Ecke oder die Bibliothek oder bei dir zu Hause einen bestimmten Raum? Hast du eine bestimmte Uhrzeit oder vielleicht hast du auch ein Ritual? Ja, also ich bin ja, wie soll ich sagen, ja, mein Mann wüsste schon, wie er das sagt, aber ich muss allein sein. Und ich muss ganz allein sein. Es darf eigentlich niemand da sein. Ich kann nicht schreiben, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn jemand da ist, der mich stören könnte. Ich sitze bei uns tatsächlich ganz allein am Esstisch, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Und ich kann auch nur ja direkt am Morgen, also ich bringe die weg und dann setze ich mich hin und dann muss ich direkt schreiben. Wenn ich erst Haushalt mache oder irgendwas anderes, dann habe ich da schon gar keine Energie mehr für. Da kriege ich dann meinen Kopf nicht mehr rein und dann ist vorbei. Also mache ich mir einen Tee oder nehme mir ein Wasser. Ich trinke ja noch nicht mal Kaffee für so ein First-But-First-Coffee-Ding. Ja, und dann setze ich mich da an den Esstisch und in den Wintermonaten mache ich hinter mir den Holzofen an, habe es ganz gemütlich. Und ja, der Holzofen, ne, der ist tatsächlich auch Teil von unserer Wohnung, wie ich am Anfang gewünscht hatte. Ne? Genau, und dann sitze ich da und dann schreibe ich und arbeite ich. Liest du viele Bücher? Ja. Ich lese so viele Bücher und ja, ich interessiere mich ja, wie ich schon gesagt habe, für so viele Themen. Ich lese meistens mehrere Bücher gleichzeitig, meistens ein Sachbuch und ein, ja, dann irgendwie ein Roman oder sowas, weil es gibt Momente, da kann ich mich dann nicht so auf einen Roman einlassen, dann muss ich ein Sachbuch lesen und parallel höre ich dann eben auch Hörbücher und ich mag Bücher, die mich so gedanklich ein bisschen herausfordern. Ich mag zum Beispiel überhaupt keine Krimis. Also ist mir total egal, wer der Mörder ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also wenn das jetzt irgendwie eine Geschichte mit eingebaut ist, Bestandteil, okay, aber ich würde jetzt nie ein Krimi lesen. Aber sonst von Fantasy, also Liebesromane auch nicht so dolle. Aber sonst bin ich wirklich querbeet, Sachbücher, Fantasy und eben Bücher, die so ein bisschen abstrakt sind oder so ein bisschen, ja, so ein Gedankenspiel haben, wie zum Beispiel die Mitternachtsbibliothek oder so. Solche Sachen finde ich total spannend. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ja, wie ich jetzt auch schon am Anfang gesagt habe, also ich bin ja ein Mensch, der sich ja für vieles begeistern kann. Aber gleichzeitig habe ich nicht so viel Energie, wie ich es jetzt gerne hätte. Und ich habe da, das ist ganz spannend, ich habe da vor einer Zeit mal herausgefunden, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Human Design, hast du das schon mal gehört? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ja, das ist quasi so das anders wie ein Sternzeichen, aber es gibt einfach so verschiedene Typen. Und die meisten Menschen auf dieser Welt, so um die 70%, das sind eben Generatoren. Ich sage das jetzt ganz, ganz, also für Menschen, die sich damit auskennen, die würden sagen, oh Gott, wie rudimentär drückt sie sich aus, aber ich kann da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber das sind einfach Menschen, die können aus ihrer eigenen Kraft, können die Energie schöpfen und haben da einfach die Möglichkeit, immer
quasi präsent zu sein und die Dinge zu tun, die sie wollen. Die werden nicht so schnell müde, die sind nicht so schnell kaputt. Und ich bin ein Projektor, das sind so 17% auf dieser Welt. Und ich habe keine eigenen Energiequellen. Ich muss meine Energie entweder super einteilen oder ich muss sie von außen von einem Generator in meiner Nähe quasi abziehen, solange das mir möglich ist. Und ich muss wirklich sehr haushalten mit meinen Kräften, und mein Körper und auch mein Geist, die bestrafen mich recht schnell, wenn ich mich überfordere oder wenn ich zu viel mache oder wenn ich versuche, mitzuhalten mit meinem Umfeld. Das ist einfach was, wozu ich scheinbar nicht gemacht bin, aber ohne jetzt hier zu astrologisch und esoterisch zu werden, bin ich ein Mensch, der eben als Lebensaufgabe hat, und das ist was man auch wohl über dieses Human Design rausfinden kann, das überpersönliche Lebensthema der Revolution. Und dann finde ich, ist dieses Buch doch schon mal ein sehr schöner Beitrag. Und erholen kann ich mich einfach am besten, wenn ich ganz allein bin auf dem Sofa und keiner da ist, der mich stört. Das ist doch gut. So kann man am besten entspannen. Ja. Wo finden wir dich bei Social Media? Also, ihr findet mich auf Instagram als Sarah Braun _net, Sarah mit H hinten. Ich bin bei Lovely Books, wer da ist, als Sarah schreibt. Und mein Buch könnt ihr zum Beispiel auch über meine Webseite bestellen. Die heißt www.sarahbraun.net, und da könnt ihr eben zum Beispiel signierte Bücher bestellen. Und im Moment habe ich sogar eine kleine Aktion. Wenn Bücher über meine Webseite und nicht jetzt über die gängigen Online-Shops bestellt werden, dann lege ich eine sogenannte Morse-Bag dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Morse-Bags sind Taschen, die von freundlichen Menschen aus Stoffresten genäht werden und verschenkt werden. Sie dürfen nicht verkauft werden, um quasi Plastikmüll und Textilmüll zur gleichen Zeit zu vermindern und diese alten Stoffreste, also alten Bettlaken, alte Vorhänge, wieder neu nutzbar zu machen. Und jeder, der bei mir ein Buch bestellt, bekommt so lange Vorrat, reicht auch ein Morse-Bag mit dazu. Das ist im Moment eine kleine Aktion. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also ihr bekommt es eigentlich überall als Taschenbuch, also in allen bekannten Online-Shops, und es ist auch über den Buchhandel bestellbar. Über ePubli zum Beispiel könnt ihr das auch bestellen. Das ist für mich immer recht lohnend, wenn man es nicht direkt bei mir kauft. Dann ist ePubli die zweitbeste Möglichkeit für mich. Und aktuell gibt es bei KDP Unlimited gratis zum Lesen und das E-Book, und deswegen auch ist das E-Book im Moment nirgends anders erhältlich als über Amazon. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir, dass sie das Buch als das verstehen, als dass ich es geschrieben habe, als einen Denkanstoß, und dass sie die Motivation haben, noch mal genauer hinzuschauen, bei dem ein oder anderen Buch vielleicht mal Quellen zu nutzen, die ich nenne. Und tatsächlich habe ich auf meiner Website auch sogenannte alternative Quellen, also sogenannte Source Sheets zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel zum Thema freie Lernen, wo ich da noch mal ganz ausführlich viele Bücher, Podcasts, Menschen, die Erfahrung haben, zum Beispiel gerade in Deutschland ist das Thema Freilernen ja ganz, ganz schwierig, weil ja dieses nicht zur Schule gehen oder anders lernen als mit Schule kriminalisiert wird. Da habe ich eben genau zu solchen traditionelle Ernährung, freie Geburt, alternative Wohnmodelle, wie kann man denn sonst noch wohnen als einfach eine Wohnung mieten? Da habe ich einfach noch ganz viele Quellen auf meiner Webseite, und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen sich die Mühe machen, wenn sie spüren, irgendwas hat sie gefangen genommen, dass sie da nochmal genauer hinschauen und tiefer reingehen. Das würde mich freuen. Ja, Sarah, das war auch schon die letzte Frage.
die du sehr interessant beantwortet hast. Also ich hoffe, dass das ganz viele nutzen, ja, die da vielleicht irgendwo gerade feststecken und dann bei dir mal auf die Website gehen und einfach mal gucken und dann wieder vielleicht ihren Weg finden, einen neuen Weg. Ja, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Das war wirklich sehr interessant. Also es ist ein wirklich schönes Buch. Und danke. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gern. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.